Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, manch einer mag es mitbekommen haben, die SPD hat am Wochenende ihre Vorstellungen für einen modernen Sozialstaat beschlossen. Wir haben klare Vorstellungen davon, dass wir einen Kulturwandel im Sozialstaat brauchen, dass der Sozialstaat als Partner auftreten muss, dass man einfach und transparent die Unterstützung bekommt, die man braucht, um sein Leben selbstständig und selbstbestimmt zu meistern. Vieles weist in die Zukunft. Wir sind aber bereits dabei, uns mit großen Schritten auf den Weg zu machen. Und das starke Familiengesetz ist ein zentraler Beitrag dafür. Ja, es gibt halt einen Unterschied zwischen denjenigen, die glauben, es gibt einen sozialen Rechtsstaat, in dem die Menschen Rechte haben, die sie sozial auch erhalten, oder denjenigen, die glauben, dass es Almosen sind, die wir verteilen. Und wir haben uns gerade auf die Seite des sozialen Rechtsstaats geschlagen. Und was leitet uns in dieser Frage immer noch, sind die Chancen in Deutschland, die ein Kind hat, abhängig davon, wie viel Geld die Eltern verdienen oder wo es groß wird. Wir wollen aber, dass jedes Kind die bestmöglichen Chancen erhält. Für viele reicht das Einkommen gerade so, wenn sie nur sich selbst oder vielleicht zu zweit versorgen müssen. Wenn man sich aber Kinder wünscht, dann werden die zum Armutsrisiko. Deswegen wollen wir, dass niemand wegen seiner Kinder arm werden muss. Wer alleine Kinder großzieht, hat es in unserer Gesellschaft besonders schwer. Wohnen die Großeltern nicht um die Ecke oder arbeiten vielleicht selber noch, dann muss man sich ganz schön durchs Leben kämpfen. In Deutschland ist schon das stinknormale Familienleben oftmals kompliziert und anstrengend zu organisieren. Aber wehe, es kommen noch Krisen dazu oder Schicksalsschläge. Das wollen wir ändern. Wir wollen das Leben leichter machen und die Sorgen geringer. Und auch dazu ist dieses Gesetz ein großer Beitrag. Wir haben an diesem Wochenende auch eine Kindergrundsicherung beschlossen. Und wir schaffen mit dem Gesetz nicht nur eine gute Grundlage, die Ministerin hat es gesagt, sondern wir gehen auch einen ersten großen Schritt. Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Menschen, die für geringes Geld arbeiten, die alleine Kinder großziehen, die lieben ihre Kinder ganz genauso wie alle anderen. Und sie wollen für ihre Kinder ganz genauso das Allerbeste wie alle anderen auch. Es ist für sie aber deutlich schwieriger, es zu erreichen. Kinder aus Familien mit geringen Einkommen sind nicht dümmer, sie werden aber öfter unterschätzt und bekommen die Nachhilfe eben meist nicht von den Eltern am Küchentisch. Sie sind besonders von Ausgrenzung betroffen, haben öfter gesundheitliche Probleme. Kurz gesagt, Kinder aus armen Familien haben es schwerer als andere Kinder. Und deswegen bringen wir heute ein wichtiges Gesetz für mehr Gerechtigkeit und für mehr Chancengleichheit ein. Und ich bin darauf stolz. Unsere Kindergrundsicherung hat zwei Säulen. Die erste Säule bildet das Einkommen einer Familie, um Kinder gut großzuziehen. Dazu gehört eine eigenständige Absicherung der Kinder. Und die zweite Säule bildet ein gutes und gerechtes Bildungssystem und außerschulische Angebote, die alle Kinder gleichermaßen und gemeinsam nutzen können beim Sport, Kunst, Kultur, Musik. Die erste Säule stärken wir bereits jetzt mit der Neugestaltung des Kinderzuschlags. Und wir stärken die erste und die zweite Säule durch die deutlichen Verbesserungen beim Bildungs- und Teilhabepaket. Wir erhöhen das Schulstarterpaket, sprich das Geld, das Schülerinnen und Schüler für Schulsachen bekommen, von 100 auf 150 Euro. Mit diesem Essen werden das Mittagessen und die Fahrtkosten kostenlos. Und wenn wir es schaffen, auch den Teilhabebeitrag noch zu erhöhen, dann geht das alles in die richtige Richtung. Und wir ermöglichen Nachhilfe auch nicht erst, wenn akut die Versetzung gefährdet ist, sondern dann, wenn es notwendig ist, um Lernziele zu erreichen und um das Bestmögliche für sich im Bildungssystem möglich zu machen. Ganz persönlich, dass wir diese Dinge erreichen, dass wir das im Koalitionsvertrag verhandelt haben, das war für mich ein wichtiger Moment, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Und es mag sein, Herr Bartsch, dass man alles immer noch besser machen kann, und das wollen wir auch. Das haben wir am Wochenende beschlossen. Aber wer die Schritte dahin und die Verbesserungen für 1,2 Millionen Kinder, die in die Kinderzuschlag bekommen, und für 4 Millionen Kinder insgesamt so tut, als wäre das nichts, der mag halt weiter in der Opposition sitzen. Ich setze lieber das in der Regierung durch. Es gibt
gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt, hat Albert Einstein gesagt. Wir wollen Entdeckungen und Fortschritte mit glücklichen Kindern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nicole Höchst.